Die CDU hat so ein neues System für den Haustürwahlkampf. Digitaler Haustürwahlkampf. Haben Sie das mal gesehen? Nee. Haben wir eine kleine Matz vorbereitet. Das macht die CDU gerade, um sich fit zu machen für den Wahlkampf. Die Kanzlerin hat es selbst gesagt, die CDU muss jünger werden. Hier am Stand der Jungen Union stimmt man sich schon mal auf einen Tür-zu-Tür-Wahlkampf ein. Öffnet man die Tür, muss man entweder einen Erstwähler, eine Stammwählerin oder einen aufgebrachten Bürger überzeugen. Ja, wer stört? Was wollen Sie? Wer sind Sie? Und jetzt halten Sie sich fest, Herr von Notz, wir haben über die Kontakte vom ZDF, ich weiß gar nicht, warum die Kontakte beim ZDF so gut sind zur CDU, haben wir dieses... War mir auch neu. Das war natürlich neu. Krass. Haben wir diese Technologie zwar nicht bekommen, aber zumindest kopieren dürfen. Die haben uns die Blaupausen überlassen. Mhm, genau. Und wenn Sie mögen, spielen wir eine Runde von diesem kleinen Spielchen. Sehr gern. Klingeling, der Wahlkampfsimulator. 2017 ist Superwahljahr in Deutschland. Nichts ist wichtiger, als den Wähler direkt abzuholen. Und zwar direkt an seine Haustüre. Deswegen haben die jungen, hippen Polokragenaufsteller von der Jungen Union einen topmodernen Wahlkampfsimulator entwickelt. Und wir haben ihn! Die Tür geht auf und dahinter verbirgt sich mit Hilfe eines Videotricks ein ganz typischer Bürger unseres Landes. Konstantin von Notz geht dabei auf Wählerjagd für die Grünen. Bei Jan Böhmermann dagegen gilt es, den Durchschnittszuschauer davon zu überzeugen, sich für seine Spartenunterhaltungssendung zu begeistern. Und nun viel Erfolg, ihr beiden, bei Klingelingeling. Klingelingeling. Meine Funktionen. Bei Klingelingeling. Der Wahlkampfsimulator. Der Jan Dank. Beginnt. Vielen Dank. Dankeschön. Ich mach das mal einmal vor. Hier hinter ist nichts. Das ist Magie. Das ist ein bisschen wie bei Monster AG, weißt du? Da macht man die Tür auf und ist dann genau. In so einem Kinderzimmer. Ich mach mal. Also, ich klingel jetzt, du ja? Du musst klingeln, ja. Okay. Ah, okay. Sorry, für dich heute nicht. Heute nur Stammgäste. Ich möchte Sie einladen, meine Sendung anzuschauen. Neo Magazin Royal. Wir haben eine gute Quote und mit Ihnen ist die Quote noch ein bisschen besser. Bock? Junge, ich hab Tattoos am Arsch, die sind spannender als dein Gelaber. Ich weiß noch nicht mal, wo dein kleiner Kacksender auf meiner Fernbedienung ist. Auf 1. ZDF Neo ist immer auf 1. Und wenn ZDF Neo nicht auf 1 ist, dann müssen sie das nach vorne legen. Okay, du siehst jetzt zu, dass du Land gewinnst. Sonst erklärt dir das mein kleiner Freund hier. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, überzeugt. Neuer ZDF Neo-Zuschauer, Herr von Notz. Sie sind dran. Und Sie müssen jetzt für Ihre Partei überzeugen und... Schauen wir mal. Jetzt, Sie können gerne aufmachen. Das macht, glaube ich, nicht selbst auf. Nee, macht nicht selber auf. Hallo. Hallo. Nach links. Chef Nix da. Was wolle? Ich will, dass Sie auch dieses Jahr wählen gehen können. Haben Sie eine deutsche Staatsbürgerschaft? Rassistisch. Was? Ich nicht gut spreche Deutsch. Nein? Nochmal erkläre. Gucken Sie mal, Sie haben so eine schöne grüne Pflanze da hinten. Und ich bin von den Grünen. Und es wäre... Das passt hier. Doch unheimlich gut und wäre toll, wenn Sie im September wählen gegen Rassismus. Normalerweise hauen die Leute wieder ab, wenn ich mit Akzent rede. Ach so. Aber du willst es dann nicht anders. Ja. Dann sag doch mal, Butter bei den Fische. Du bist doch der Typ aus diesem NSA-Ausschuss. Und was habt ihr erreicht? Die Amis hören uns doch immer noch ab, oder nicht? Ja, aber wir haben tatsächlich vieles rausgefunden und aufgeklärt. Unter anderem, dass die Bundesregierung vor der letzten Bundestagswahl die Öffentlichkeit total belogen hat. Und das ist parlamentarische Arbeit, dass man aufklärt und versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und das haben wir auf der Habenseite, würde ich sagen. Ach komm, es ist mir doch scheißegal. Dann wähle ich halt deinen Ganja-Verein. Aber nur, wenn du endlich deinen Fuß aus der Tür nimmst und mich Schwiegertochtergesuch gucken lässt. Alles klar. Vielen Dank. Sehr gut. Verbindlich. Toll gemacht. Toll gemacht. Ja. Das war sympathisch, ja. Hallo? Was gibt's denn? Oh, Frau Gepetri. Sind Sie nicht dieser Typ vom ZDF, dieser Lutz van der Horst? Ja, sehr witzig. Mein Name ist Jan Böhmermann. Ich bin zurzeit auf Platz 7 der deutschen Singlecharts. Und ich darf Sie recht herzlich einladen, vielleicht mit mir eine Runde zu singen und zu lachen und zu tanzen. Weil Sie sind ein Mensch, wir leben zusammen auf der Welt. Und vielleicht, ja, mögen Sie tanzen? Sprechen Sie eigentlich auch uns mittelalte Frauen an?
Wie zum Beispiel bei Mitternachtsspitzen im WDR. Das ist eine tolle Sendung. Aber trotzdem darf ich Sie einladen, einfach mal mitzumachen. Ich meine, Ihr Mann ist doch auch ein Mann. Und Sie sind schwanger und deswegen sowieso leicht zu beeinflussen. Schalten Sie ZDF Neo ein. Ich gucke ja eigentlich nur noch N24. Da laufen immer diese fantastischen Dokumentationen über diese ganz, ganz schlimmen Nazis. Na, Nazis gehen immer. Und Nazis gehen immer. Nazis kommen immer gut an. Ja, vielleicht ist das ja doch gar keine so schlechte Sendung. Ja. Ich lege mir das mal auf meiner Fernbedienung auf die 88. Ja, und Ihnen wünsche ich genauso viel Erfolg wie der AfD. Vielen, ja, Dankeschön. Frauke Petri, meine Damen und Herren, echte Frauke Petri. Einen letzten, Herr von Notz. Bleiben Sie ruhig auf der Seite stehen hier, dann sieht man es besser. Ach, hallo. Kommen Sie doch rein. Ich habe mir gerade Badewasser einlaufen lassen. Ja, super. In der vollen Pracht. Also im September ist Bundestagswahl. Da kann man nackt wählen gehen, wenn man will. Die Ganz Grünen. Kurz, Sie haben dieselbe Pflanze, die ich eben schon mal gesehen habe. Und die Frau konnte ich eben auch überzeugen. Das war ein gutes Zeichen. Dieses Jahr Grüne wählen. Das klingt ja alles super. Aber im Moment suche ich eher jemand, der mir den Rücken rasiert. Ja. Wo Sie gerade da sind, wie stehen Sie eigentlich zur Netzneutralität? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Gut, dass Sie es ansprechen. Der gleichberechtigte Verkehr im Internet ist eine ganz wichtige Sache, die Ihnen als gläubigen Nackten auch wahrscheinlich nahe geht. Und dafür werde ich mich im Bundestag stark machen, ja, dass Netzneutralität, Nacktheit und Glauben zusammengebracht wird. Das klingt sehr interessant, aber es irritiert mich ein bisschen, dass Sie Ihre Hose noch anhaben. Ja, da können wir dann nach September drüber sprechen. Zwei grüne Spitzenkandidaten sind Quatsch. Sie sehen doch, ich bin kein Freund der Doppelspitze. Ja, aber eine Doppelspitze täte auch Ihnen gut. Und das sind sehr schöne Schuhe, fällt mir gerade auf. Ja. Ja, okay, und Sie haben mich überzeugt. Ja? Aber was anderes. Ja. Ich habe hier noch so eine Entzündung. Oh. Das mit dem Rücken hätte ich gemacht. Meine Damen und Herren, Konstantin von Notz. Viel Erfolg in Schleswig-Holstein. Danke.